Hi, ich bin's Gustav Winf und willkommen zu einem wundervollen Trick, von dem ich bisher nur gehört habe. Wir gehen hin, holen uns so ein Board, schmeißen eine Schildgranate drauf, fahren zu Leuten hin und erschießen die mit einer Shotgun. Das klingt jedenfalls nice. Mal sehen, wie gut es klappt auf jeden Fall. Also ja, let's go, Mann. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sehr viel Negatives natürlich drüber gehört, aber ich bin auch einer der gewesen, die sich am lautesten beschwert haben über Turbo Building. Deswegen, mal sehen. Ich meine, letztendlich, wenn du das balancest, musst du halt gucken, dass du natürlich irgendwie, also theoretisch zumindest, das Spiel auch insgesamt noch ausbalancest. Also du kannst jetzt nicht natürlich nur Turbo Building schlechter machen. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Minigun, wie auch schon so oft gehört mittlerweile, krankhaft stark ist dagegen. Ja, direkt die Granaten. Let's go. Die werden wir natürlich jetzt hier nicht benutzen. Oh, noch mehr. Ah, du kannst so zwei mitnehmen. Ja, dann müssen wir so machen. Die Dinger sind mir gerade wichtiger, weißt du? Oh. Keine Ahnung, was ich da gewählt hatte. War auf jeden Fall nicht das, was ich wollte. Er leckt so hart. Ich komm, wie soll ich ihn treffen? Warte mal, ich hab den... Wie viel? Hä, was macht der? Bau doch einfach. Ich hab noch nie in meinem Leben so schwer jemanden treffen müssen, weil er geleckt hat. Okay, wenn wir jemanden sehen, probieren wir es aus. Da vorne ist jemand. Ah, aber ich glaube, der kämpft gegen jemanden, ja. Hier vorne ist jemand. Warte mal. Okay, das hat nicht geklappt. Das war auf jeden Fall nicht so gut von dir. Hallo? Ich kann dich absteigen. Aber nice, Mann. Du kannst das auf jeden Fall zum Looten hier so benutzen, ne? Stellst hier rein. Lootest ein bisschen. So. Nice, da ist jemand. Ups. Ich hab's da weggeschubst. Ah, der kommt auch her, geflogen. Ja. Viel Spaß beim Treffen. What the f? Wo habe ich da hingeschossen? Das war es auf jeden Fall nicht, ne? Ja, ich muss die schon gleich mitnehmen. Es tut mir leid. Aber ich muss kurz mal probieren, ob das geht. Mit dem Board. Okay. Jawohl. LOL! Was? Das geht halt wirklich? Guck, wie geil das aussieht! Oh mein Gott, so muss ein Gegner, Junge! Oh, ist das geil. Es verwirrt mich aber total, wie das aussieht. Ist das geil. Okay, wir suchen einen neuen Gegner erstmal dafür. Wir können ja nicht rausschießen, deswegen müssen wir erst zu jemandem hinfahren. Aber so oder so ist... Ich meine, du kannst... Wenn du das so machst, kannst du verhindern, dass du getroffen wirst. Na, Junge, ich schub's das Ding mal weg. Ja, schade. Mann, das war, der war zu gut, der hätte sich das wahrscheinlich auch nicht mit sich machen lassen, ne? Ich hab's halt eben in der Fahrt nicht geschafft, deswegen möchte ich das nicht nochmal probieren, weil ich halt nur, hab halt nur zwei. Deswegen werde ich jetzt immer absteigen, das draufwerfen, aber ich will immer das einbauen und dann schubse ich das immer aus meinem eigenen 1x1, so richtig dämlich. Da habe ich noch etwas zu lernen, würde ich behaupten. Aber bislang habe ich auf jeden Fall Mords Spaß damit, das kann ich euch sagen. Du kannst halt wirklich, wenn du das so machst, du kannst einfach 30 Sekunden lang irgendwo hinfahren, ohne angeschossen werden zu können. Da müsstest du halt durch jemanden durchfahren, damit das geht. Ich habe natürlich total Angst, einfach vorher schon erschossen zu werden oder überm Aufsteigen. Guck mal, der da. So. Let's go. Was er jetzt wohl denkt? Kann ich das nochmal versuchen? Oh mein Gott. Tut mir leid, auf einem Board jemanden erschießen, wenn man so um ihn herumfährt, ist super schwer mit der Shotgun, finde ich. Aber es macht halt auch verdammt viel Spaß. Was ich hätte machen sollen, ich hätte immer wieder rausfahren sollen, mich neu sammeln und dann wieder zu ihm hin. Boah, das hat so viel Spaß. Ich hätte echt nicht...
gedacht, dass das so gut klappt. Ich bin bereit, ich will es nochmal versuchen, ey. Ich bin gerade so richtig, bei mir schon fast die Luft raus. Seit der letzten Runde, die ihr gesehen habt, ist eine Dreiviertelstunde vergangen und ich habe sie gerade das erste Mal gefunden. Seitdem. Okay, sowas bringt mir halt nichts, finde ich. Ich möchte halt das relativ im Flachen haben, so wo ich einfach hinfahren kann. Aber es ist halt zu spät, dass nur noch viele Gute übrig sind, die viel bauen. Ich bräuchte das am besten gegen Leute, die irgendwie unten rumlaufen, ne? Oh, hi. Hallo? Digga, der steigt einfach nicht ab. Ich kann nicht absteigen. Digga, was? Was ist, okay, das ist auf jeden Fall ziemlich verbuggt. Ein Vorteil würde ich das nicht nennen. Das ist nur ein lustiges Gimmick, was sehr viel Spaß macht. Ich habe jetzt die blaue Pump, wenn ich unter irgendwelchen Umständen schaffen könnte, jemanden One Pump zu geben. Das wäre halt der Hammer. Ich feiere es so oder so. Ich finde das einfach nur genau so, stelle ich mir Fortnite vor. Spaßig. Ich habe damit keinen unfairen Vorteil oder so. Ich habe da hinten jemanden gesehen. Da ist er. Nein. Okay. Let's go. Du kannst mich nicht verletzen, Junge. Ja! Ich kann mir nichts tun! Wie geil sah das denn aus, Junge? Oh, ich hab ihn. Ja, was? Wie geil war das denn? Das war der Hammer. Da, okay, ich bin zufrieden. Ich habe alles erreicht, was ich jemals wollte. Erstmal runtergefallen, der Typ. Dieses Bauen. Ah, so einer, hä? Ja, gegen den werden wir, glaube ich, keinen Spaß haben. Das Bauen ist schon echt anstrengend, muss ich zugeben. Hätte nicht gedacht, dass das so nervig ist. Hätte nicht gedacht, dass mich das selber auch so nervt, aber Spaß macht das so nicht. Schade. Ja, gegen den verlieren. Ja, das Bauen macht mich fertig, Mann. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es sowas im Spiel gibt, aber dieses Bauen, ich habe mich gerade vollkommen verarscht gefühlt. Selbst als, ne, ihr wisst ja, ich bin nicht der beste Bauer oder so, aber ich fühle mich vollkommen verarscht davon. So, jemand schießt eine Rakete auf dich und du kriegst dich einfach nicht zugebaut. Na, Mann, das macht auch mir keinen Spaß. Danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht, sowas zu sehen. Das war schon cool. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that?